Ja, zunächst mal danke für die schmeichelhaften Worte und Glückwunsch zum Sieg. Ich denke, dass man heute gesehen hat, dass es einen Grund gibt, warum Rasta Fechter dort steht, wo sie stehen. Nämlich, weil sie einen sehr intensiven, aber auch intelligenten Teambasketball spielen und man sich davon lösen muss oder von der Vorstellung lösen muss, dass wir heute gegen einen Aufsteiger verloren haben. Wir haben heute gegen ein exzellent gecoachtes und sehr gut spielendes Basketballteam verloren. Wir haben im ersten Viertel nicht zu unserer Intensität gefunden. Wir haben uns im ersten Viertel einen Schneid abkaufen lassen. Vielleicht haben wir da die Unsicherheit gemerkt der vorangegangenen Spiele. Es macht einfach einen Unterschied, ob ein Team 8 Siege in Folge hat oder sich wie viele Niederlagen. Das merkt man auf dem Feld. Wir haben uns dann hineingebissen in die Partie, wir haben hineingefightet, wir haben dann taktisch ein bisschen umgestellt, haben begonnen im Pick and Roll zu switchen. Dann relativ viel mit kleiner Line-Up gespielt, weil wir dadurch weniger Probleme hatten, die Ballbewegung des Gegners aufzuhalten. Und ab dann haben wir eigentlich kein Viertel mehr verloren, aber die Hypothek aus dem ersten Viertel war letztendlich zu groß. Zu viele Offensive-Rebounds zulassen, zu viele Ballverluste, alles geschuldet der zum einen aggressiven Art of offensiven Rebound zu gehen von Fechter und zum anderen auch der sehr guten Verteidigung, die uns immer wieder dazu gezwungen hat, den Ball wegzuschmeißen. Ja, letztendlich, als es nochmal eng geworden ist, hat man gesehen, dass wir nicht gefestigt sind im Moment. Wir haben die Rollen nicht so klar verteilt, wie Fechter das im Moment hat. Es war Kians erstes Spiel. Wir haben bewusst, oder ich habe bewusst, ihn gleich ins kalte Wasser geschmissen. Es war eine ganz bewusste Entscheidung, weil wir hier einfach diesen Schnitt machen müssen. Das ist das Team, mit dem wir jetzt in die restliche Saison gehen werden, zumindest bis Hassan wieder fit ist. Und das ist es einfach. Und da gibt es jetzt keine Übergangsphase oder sonst irgendwas, sondern wir müssen da jetzt einfach beginnen, unsere Identität neu zu finden, uns als Gruppe neu zu finden und uns das Selbstvertrauen, das jedes Team dringend braucht, das sich hier so im Kampf um die Playoff-Plätze befindet, dass wir uns das erarbeiten. Und darum wird es jetzt im nächsten Spiel, am Mittwoch gleich, aber auch dann in den Tagen der Nationalteampause gehen. Meinem Kollegen weiterhin alles Gute. Zum Klassenerhalt brauche ich ja nicht nur zu gratulieren, aber ich gratuliere jetzt nochmal, dass sie dort sind, wo sie sind. Und da braucht sich auch keiner jetzt irgendwelche Gedanken machen, dass die einbrechen oder sonst irgendwas. Wir haben das in unserem ersten Jahr gesehen. Wenn ein Team funktioniert, dann funktioniert es. Und was die da drin machen, hat alles Hand und Fuß. Danke.